Spitzenspiel in der Kreisklasse 4. Tabellenführer Teutonia München empfängt Kreisliga-Absteiger und den derzeitigen Tabellendritten Alemannia München. Und dennoch, irgendwie verkehrte Vorzeichen vor dieser Partie, denn während Alemannia mit 3 Siegen in Folge anreist, hat Tabellenführer Teutonia die letzten 2 Spiele verloren. Und irgendwie hängt das auch mit Top-Torjäger Dominik Jakob zusammen. 15 Scorerpunkte in den ersten 7 Spielen, aber in den letzten beiden Partien nur einen. Und wir steigen ein mit Eckball für Teutonia. Der Ball kommt zum langen Pfosten zu Florian Bierich. Abgewehrt Jakob irgendwie im Gewühl und dann ist es Sandro Henner mit dem 1:0. Sein erstes Saisontor in der 7. Minute. Und während alle anderen im Gewühl etwas den Überblick verlieren, ist Henner da laut auf seine Chance und schließt eiskalt links unten ab. Die Gäste bis dahin durchaus mit Problemen in dieser Anfangsphase, aber hier mit der ersten Chance durch Maximilian Spilka durchaus knapp. Nach wie vor eigentlich die Heimmannschaft die bessere Mannschaft und hier aber mit Geschenken und Tassilo Bogner bedankt sich artig mit dem 1:1. Ja, wir werfen gleich noch einen Blick drauf, das ist Torwart Patrick Jeske, der den Ball hier überhaupt nicht zu stoppen bekommt. Direkt in den Lauf von Bogner, der hebt ihn natürlich wunderbar drüber und macht's dann locker. Freistoß für Teutonia München, Freistoß für Bierich und der scheitert hier erneut an Thilo Hennecke. Andere Seite, das ist Vruwatz. Zieht 4 Mann auf sich mit einem starken Steilpass für Julius Sauter und dem verspringt der Ball. Kommt nicht mal zum Abschluss, das muss er deutlich besser machen. Aber wenig später bekommt er die gleiche Gelegenheit, fast erneut wieder in den Lauf von Sauter und wieder überhaupt kein Abschluss. Tut mir leid, das muss er deutlich besser machen. Und während Alemannia vorne die Chancen vergibt, Teutonia einfach effektiver. Das ist Sven Möller für Florian Bierich, der nochmal für Möller und Rums. Da steht es 2:1. Der verzögerte Doppelpass bringt den Erfolg für den Tabellenführer. 2:1 nach 34 Minuten. Erstes Saisontor für Sven Möller und das kann man sich durchaus ansehen. Trocken ins kurze Eck abgeschlossen. Nichts zu machen für Hennecke, auch wenn es das Torwart-Eck ist. Und diese Szene irgendwie symptomatisch für die erste Halbzeit von Alemannia München. Sauter im 16er, Pass kommt nicht an. Die Gäste einfach zu ineffektiv. Daher also 2:1 vor Beginn des zweiten Durchgangs und die Chance für Teutonia zu erhöhen. Das ist Sandro Henner am langen Pfosten, den kann er durchaus machen. Und so bleibt es natürlich ein enges Spiel, in dem die Alemannia langsam immer besser wird. Das ist Maximilian Lehmann, der wird hier gefällt. Und dennoch scheint er sich irgendwie zu freuen, so als ob er ahnen würde, dass die Gäste einen guten Freistoßschützen haben. Und der hört auf den Namen Dennis Nokic. Und er macht hier das 2:2 mit seiner ersten Ballberührung. Gerade eben vor dem Freistoß eingewechselt und darum auch der Dank an den Trainer, dass er ihm diese Chance auf dem Silbertablett serviert. 2:2 nach 63 Minuten, toller Freistoß, auch wenn sich Jeske hier verspekuliert. Und wenig später dann der Schock, 11 Meter für Teutonia München, nachdem Hess hier Florian Bierich, ja gefällt will ich gar nicht sagen, leicht touchiert hat. Und Dominik Jakob, lange nichts von ihm zu sehen und hier vergibt er den Elfmeter. Thilo Hennecke behält die Oberhand und für Jakob, ja, für den läuft es einfach in den letzten 3 Spielen nicht mehr ganz so wie zu Saisonbeginn. Und daher Alemannia München weiterhin absolut in der Begegnung. Das ist Zock mit der Flanke und dann ist es der Kapitän, dann ist es Alen Hocic mit dem Eigentor. Untröstlich nach 72 Minuten, er hält den Fuß rein, will retten vor Dennis Nokic und bringt sein Team hier in die Bredouille, denn auch die nächste Chance hat Alemannia, hat Ibrahim Lamin, gut pariert von Jeske, aber am Ende ein Muster ohne Wert. Alemannia München entscheidet das Spitzenspiel mit 3:2 für sich. Gute Laune bei den Gästen.
Ich glaube, wir mussten uns erstmal hier an die Platzverhältnisse gewöhnen. Wie man von außen sehr gut sehen konnte, hatten wir riesige Probleme mit dem Rasenplatz hier. War ein bisschen holprig der Start, das hat man gemerkt, vor allem in der Defensive. Wir sind auch im Mittelfeld nicht wirklich gut in die Zweikämpfe gekommen. Daran müssen wir arbeiten. Ja, aber umso besser war die zweite Hälfte von uns, haben wir den Kampf angenommen, haben das Spiel gedreht. Meiner Meinung nach auch durch die zweite Halbzeit verdient dann das Spiel gedreht. Ja, Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.